Hi, schön, dass du wieder hier bist und dir das Video anschaust. Die neue Tagesaufgabe nennt sich Zeig mir deine Zähne, was bedeutet, wir wollen den Fang unseres Hundes kontrollieren, also die letzten links und rechts und vorne am Zahnstoß einmal anheben, um die wunderschönen Zähne unseres Hundes anschauen zu können. Ich würde sagen, wir legen direkt los und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen und später natürlich auch beim Nachmachen. Okay, ich habe jetzt die Fee hier, Leckerlis, auch im Mund. Natürlich wollen wir diese Übung positiv aufbauen und belohnen unseren Hund für jeden kleinen Schritt, den er erduldet, natürlich mit einem Leckerli. Wenn du mit dem Klicker arbeitest, kannst du natürlich auch den zum Training einsetzen. Ich habe jetzt nur die Leckerlis hier und werde sie dann belohnen für alles, was sie mit sich machen lässt. Okay, Faye. Also du kannst im ersten Schritt natürlich einmal nur rübergreifen. Sieht man das? Ja. Super. Und dafür deinen Hund dann belohnen. Faye lässt das natürlich jetzt schon gut machen, weil sie das kennt. Ich weiß nicht, wie deine Hunde drauf sind. Es gibt natürlich auch Hunde, die das total doof finden und den Kopf wegdrehen oder vielleicht komplett gehen. Also wenn du wirklich nur einfach erstmal nur in die Richtung gehen kannst, belohnst du deinen Hund dafür. Wenn du, vielleicht geh mal ein bisschen zurück, schon rüber gehen kannst und deine Hände auch schließen kannst über den Fang, dann belohnst du deinen Hund dafür natürlich. Also wir wollen das Ganze wirklich so positiv und angenehm wie möglich für unseren Hund machen. Und wenn dieses Schritt, ja, dieses Rübergehen oder schon in die Nähe des Fangs gut funktioniert und auch, dass du deine Fell, geh mal ein bisschen zurück und sieht es da, Fell, mach mal Sitz. Gut. Oder wenn du schon deine Finger schließen kannst, dann kannst du natürlich noch den nächsten, oder du gehst weiter zum nächsten Schritt. Okay, ich muss natürlich erstmal, musst du aufessen, ne? Also man sieht schon, sie toll findet Fell das auch nicht. Okay, dann wäre natürlich der nächste Schritt, du gehst rüber. Ziehst einmal hoch, vielleicht ein bisschen Zahnstein, ne? Dafür belohnt dein Hund natürlich auch wieder. Hey, mach doch mal Sitz. Hey, komm mal hoch. Hey, Sitz. Gut. Dann sieht man das auf der Seite nicht, aber genau das Gleiche von der anderen Seite natürlich. Und Fell, guck mal, vorne den Zahnschluss. Wow, hat die Fee schöne Zähne. Gut gemacht. Da natürlich dann auch wieder belohnen. Wichtig ist wirklich nur, mach wirklich kleine Schritte und belohne auch jeden kleinen Schritt für deinen Hund, weil es für die Hunde wirklich keine so tolle Übung ist. Natürlich finden sie es doof, wenn ich hier mit der Hand rüberkomme und auch noch so einen Schnauzengriff mache. Man kann natürlich auch nur von unten hingreifen und dann seitlich die Lefzen hochziehen. Also versuch einfach oder probier aus, was für deinen Hund am angenehmsten ist, was am besten funktioniert. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Natürlich hat die Übung auch Sinn. Also einmal natürlich, dass du die Zähne deines Hundes kontrollieren kannst, ob da alles in Ordnung ist. Dann gibt es natürlich auch mal Situationen, wo du vielleicht irgendwas aus dem Fang rausholen musst. So, wenn der Hund dann den Fang aufmacht, dann kannst du das rausnehmen. Und wenn er es eben schon kennt, sich hier an seinem Fang manipulieren zu lassen, wird es dir viel leichter fallen. Natürlich, wenn der Hund irgendwas Tolles hat, was er fressen möchte, was seine Beute ist, würde er es nicht hergeben wollen. Aber wenn du eben so weit bist, dass dein Hund bei dir ist und du den Fang aufmachen kannst und das rausnehmen kannst, ist das natürlich ein Vorteil. Auch da, danach will ich den Hund wieder belohnen. Und natürlich auch, wenn du beim Tierarzt bist. Ich meine, es muss nicht unbedingt der Tierarzt sein, der die Lefzen hochzieht und die Zähne des Hundes kontrolliert. Das kannst du natürlich auch selber machen.
und der Tierarzt kann sich dann alles genau anschauen. Oder du gehst noch einen Schritt weiter mit der Übung und gehst ab und zu zum Tierarzt und lässt eine fremde Person das machen. Fälles Mikrofon ist kein Spielzeug. Und belohnt seinen Hund natürlich dafür auch. Also es gibt verschiedene Varianten, wie du die Übung noch aufbauen kannst oder wie du sie erweitern kannst. Und genau, das gibt es dazu zu sagen. Und ich würde sagen, wir sind raus. Okay, ich hoffe, die Aufgabe und das Video gefällt dir. Dann würde ich sagen, fang direkt an mit der Tagesaufgabe. Und wie immer, wenn dir das Video und die Aufgabe gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du das erste Mal hier auf unserem Kanal gelandet bist, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du ihn abonnierst. Und vergiss nicht, auf die Glocke zu drücken, dann bekommst du auch immer eine Benachrichtigung, wenn es wieder neue Tagesaufgaben für dich und deinen Hund gibt. Okay, dann würde ich sagen, bis dahin, dein Sven.